Das muss Liebe sein. John Kelly und Maite Itos. Das Ehepaar singt und lebt zusammen. Sie kennen sich seit Kindertagen. Aus einer tiefen Freundschaft werden große Gefühle. John ist das fünfte von 11 Kindern der berühmten Kelly Family. Spielt mit seiner Familie zunächst in Fußgängerzonen und erobert dann Millionen Herzen. Insgesamt 18 Millionen Konzertbesucher lieben jedes lange Haar der Kelly Family. Maite wächst in Spanien auf. Die Musik liegt auch ihr im Blut. Der Vater ein berühmter Flamenco-Gitarrist, die Mutter Sängerin. Maite heute einer der gefeiertsten Sopranistinnen Spaniens. Mit ihrer neuen märchenhaften Bühnenshow Tales from the Secret Forest unterstützen sie den brasilianischen Regenwald. Märchenhaft auch ihre Liebesgeschichte, ein kreatives Duo, John Kelly und Maite Itos. Herzlich willkommen, schön, dass ihr gekommen seid. Danke dir. Danke. Wir haben es gerade gehört, ihr seid jetzt auf Tournee, ihr geht auf Tournee weltweit, ihr unterstützt mit der Geschichte, auf die wir gleich näher eingehen, auch den Regenwald im Brasilianischen. Warum macht ihr das schon? Warum machen wir das? Ja. Ich glaube, also das mit dem, erstmal war das Projekt, musikalisches Projekt gegründet und dann kam diese Idee mit WWF. Es kam bei Zufall durch jemand, der unser Team ist, ne? Mhm. Und wir brauchten nicht viel zu überlegen, weil es passte genau in was wir vorhatten mit unserem Projekt. Und wir haben nur in Sekunden haben wir entschieden, auf jeden Fall. Was habt ihr vor mit dem Projekt? Und zwar es ist also WWF. Es hat versuchen jetzt zu schützen ein In Amazonas. Amazonas. The Rainforest. Ne? So ein Stück Land wie so groß wie Spanien. Yeah. Und Protegen. Ja, zum Schützen. Und das, ein National Park. Ja. Ein Nationalpark wird da gemacht, gegründet. Und die brauchen Hilfe, Geld. Und klar. Das ist so ein ganz neuer Weg, zum diese Forest zu schützen. Ne? Warum passt das so gut mit eurer Musikshow, mit eurer märchenhaften, klassischen und Musical-Show zusammen? Es gibt, es hat viel zu tun mit der Forest und der Natur. So, unsere Lieder verbinden sich sehr viel mit Leben, Realität, alles, was wir so erleben und hat immer eine Verbindung mit Natur, Natur in sich. Das Leben in sich und auch Forest ist symbolisiert, also der Wald symbolisiert, wir leben alle von dem Wald. Wenn dieser Wald weg ist, dann wir werden nicht mehr existieren und we depend, wie sagt man, wir hängen davon ab, wir sind abhängig. Genau. Und ich glaube, die Musik und diese ganze Projektidee ist irgendwie eine Verbindung, ne? Und ist alles so zusammen. Irgendwie. Ihr erzählt auf der Bühne eine Geschichte von einem Fairy Boy, von einem Elfenjungen, kann man das so sagen? Richtig, ja. Richtig. Wer hat sich die Geschichte ausgedacht? Wer hat die geschrieben? Also es hat alles angefangen mit, Maite hat das Logo geschrieben, unser Logo für das Album. Und sie hat so ein Fairy Boy, ein kleines drauf gemacht. Und dann kam ich mit der Idee, warum sollen wir nicht das als unser Maskottchen oder irgend sowas. Und da fing die den Kopf zu drehen und dann kam die Idee so, in der Show reinzumischen und dann kam dieses ganze Projekt als sagen wir so von der Show der Fairy Boy kommt aus dieser Secret Forest und er entdeckt unsere Welt durch ein Zauberbuch. Öffnet das Buch und durch dieses Buch Magic Book ja er erreicht unsere Gefühle von dieser Welt. Ja. Ah, ja, er hat nie erlebt bevor. Ja, und jedes Lied ist eine neue Erfahrung für ihn durch die Show. Über Liebe, über Trauer, Hass, alles, was wir kennen in diesem Leben. Und durch die ganze Reise von Anfang bis Ende. Das ist so. Und der Elfenjunge kennt diese Gefühle vorher nicht. Er lernt sie durch die Menschen kennen.
Ihr habt zufällig und glücklicherweise eine Gitarre dabei. Und es gibt ein wunderschönes Lied, das ihr als Zugabe gebt. Das heißt Churia Churi. Bedeutet was? Ein Vögel ist ein Vögel. Ja. Okay, das ist die Botschaft. Vogel ist ein Vogel. Egoak ebak ebanizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo Egoak ebak ebanizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo Baina norrela ezen gehiago txoria izango Baina norrela ezen gehiago txoria izango Eta nik txoriak nuen maite Eta nik txoriak nuen maite Egoak ebak ibanizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo Egoak ebak ibanizkio Der Applaus zeigt euch, es geht sehr zu Herzen, das ist wunderschön und sehr außergewöhnlich. Die ganze Musical-Show ist, Musical und man kann auch sagen klassisch anmutende Show, ist so in dieser Atmosphäre, kann man sagen. Ihr habt ja jetzt schon die ersten Termine gehabt, wie ist das gelaufen, wie war die Reaktion da? Sehr gute Reaktion, gute Kritik und die Leute waren sehr... Emotionen. Ja. Ja. Wir haben auf der Fahrt hierher nach Hannover haben wir das heute gehört auf der CD und wir sind eher geflogen, als dass wir gefahren sind. John, es ist vor wenigen Jahren wie ein Hammerschlag durch Deutschland gegangen, als einige von der Kelly Family rausgegangen sind aus der Familie, unter anderem auch Sie. Da haben Sie eine Weile auf der Website sich auch geäußert dazu. Können Sie noch mal kurz die Gründe schildern, warum Sie nicht mehr bei der Kelly Family dabei sind? Also es hat zu tun mit, jetzt vor 2000 war das. Nee. Wir hatten bis dahin irgendwie alles zusammen gemacht und dann haben entschieden, Meetings und zu entscheiden, wie wir weitergehen. Dann haben wir unsere Meetings und da gab es professionelle Konflikte zwischen uns. Und das sind mehrere Gründe und deswegen hatte ich meine Entscheidung gemacht. Und seitdem bin ich nicht aktiv mit meiner Familie auf der Bühne. Und ja, und dann, aber privat, ich versuche das zu trennen. Privat habe ich meine Verhältnisse mit jeder Einzelperson. Mit einer besser, eine weniger besser, so wie bei jeder Familie.
mal so und so, ne? Maite, kannten Sie die Kelly Family, als Sie John kennengelernt haben? Kanntest du mich? Seit wann kennst du mich? Normalerweise, als ich ein Jahr alt war, ich habe ihn gesehen, ja, zum ersten Mal. Aber leider kann ich das nicht erinnern. Also ihr seid ja verheiratet. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil normalerweise, Sie haben ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Deutschland gelebt und Sie in Spanien. Also das fängt alles vor 30 Jahren an. Also seine Familie ist auch sehr musikalisch. Ja, ne? Eure Liebe fing vor 30 Jahren an? Ja, das fängt so vor 30 Jahren, da war sie ein Jahr alt. Da habe ich, sag mal so, da habe ich die... Wir haben die... Entschuldigung, Maite. It's okay. Also die Eltern von Maite sind auch sehr musikalisch und wir haben sie damals getroffen. Seitdem haben wir eine Verbindung, die beiden Familien. Und da wirklich, weil ich so Maite... Wann eine Connection war, ist, als sie so 6 Jahre alt war. Wir haben uns wieder getroffen und da war so es gab eine Verbindung, weiß nicht, sie hat mich etwas im Hinterkopf sehr stark gelassen. Ne? Und dann haben wir uns nicht viele Jahre nicht gesehen, aber sie war immer Hinterkopf und jetzt, ja, und dann haben wir uns wieder getroffen. Es gab viele Leute, die sich Sorgen gemacht haben, dass ihr euch nie kriegen werdet, weil sie so schüchtern sind. Ja, das stimmt. Meine Schwestern wussten, da gab es etwas. Ne? Und die sind schuld, uns wieder, sagen wir so, zusammen. Wir haben gesagt, einen Tag, die Schwestern, ja. Maite, wolltest du nach Urlaub kommen, nach Deutschland mit uns, Tour machen, weißt du? Und ich war sehr innocent. Und ja, okay, ich gehe. Und ja, Urlaub. Ja. Es hat glücklicherweise geklappt. Aber ja, und jetzt sind wir 9 Jahre zusammen als Paar und geklappt. Seit 2001 verheiratet. Wo habt ihr geheiratet? In Spanien. War das ein großes Fest? Ich meine, Ihr Vater, John sagte gerade, musikalische Familie, Ihr Vater hat den Flamenco weltberühmt gemacht, der berühmte Carlos Itoes ist es. Yeah. Hat er denn Flamenco gespielt zur Hochzeit? Nee, ich glaube, nee. Guck mal, gute Frage. Mein nee. Vater. Der ist sehr scheu. Der spielt, also der ist so ein Meister der Flamenco und ist total ein scheuer Typ. Also man muss ihn im Moment kriegen. Und die Mutter auch. Die Mutter ist eine Wahnsinnssängerin. Sie hat gesungen in die Hochzeit. Ja, meine Mutter. Maite ist Einzelkind, während Sie ja zu 11 12. Waren. 12. Ja. 12 Kinder waren. Allein zu sein ist gut. alles für mich. Egoistisch. Ja, aber ja. Ja, anders. Kennen Sie denn die ganze Familie allesamt? Von John? Ja, jede Bruder, Schwester. Wir haben gelebt zusammen, 2 Jahre, Touren und Konzerten. Ich habe alles gesehen, es war sehr, amazing. Ich wünsche euch für eure Tour viel, viel Erfolg und dass ihr viele Herzen öffnet und erfreut. Und die Botschaft ist, wenn wir es richtig verstanden haben, die Liebe. Ja. Wir versuchen. Danke.